Servus Leute, was geht ab? Ich bin's euch, Shishamü. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht's gleich um zwei Produkte her. Um mal einen Tabak. Oder besser gesagt, einmal um den Tabak, ja, um mal einen Tabak. Und zwar den Splash Tank von Somo. Natürlich werden wir das Ganze bauen in einem neuen Oblako-Kopf. Ihr kennt ja schon ganz normal den Oblako S und den Oblako M. Da kommt ziemlich viel rein, hier kommt ziemlich wenig rein. Den habe ich euch schon mal vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich euch den schon mal vorgestellt habe. Und jetzt hat Oblako einen neuen Kopf auf den Markt gehauen. Und zwar den M-O-N-O, den Mono. Ich habe hier die Farbe Gelb. Das Ganze wird geliefert in so einem schicken Karton. Also ist schön. Unten habt ihr nochmal Barcode und die WhatsApp-Nummer von Oblako. Das Ganze heißt aber eigentlich nicht Oblako, auf Russisch heißt das Ganze Oblak, okay? Ich habe schon mal so russischen Kollegen gezeigt bei der Arbeit, die haben gesagt Oblak, nicht Oblako. So, kommen wir mal zu den Unterschieden der drei Köpfe. Einmal Mono für die Farbe, ja. Die haben so ausgeblichene Farben. Ich habe hier sowas wie Dakar Gelb. Wer E36 M3 Dakar Gelb kennt, wird auch diese Farbe hier kennen. Das Besondere ist natürlich an dem Kopf die Glasur, innen drin schön weiß, wie ihr seht, außen schön dieses Dakar-Gelb. Das Weiße hier ist der Grundton, also der Grundton ist weiß. Ich muss ehrlich sagen, das Depot erinnert mich ein bisschen an Mason. So, Füllmenge her. Größe her ist der Mono, wie ich finde, das Mittelding, ja. Also er frisst ein bisschen weniger als der M, bisschen mehr als der S und ist, glaube ich, wahrscheinlich so ähnlich wie der L. Also es gibt normal drei Oblakos. Natürlich an dem Mono das Besondere, die Glasur. Der Kopf ist mir schon einmal übergekocht, ja, passiert manchmal. Und der war voll mit Molasse, Digga. Einmal unter Wasser gehalten, sauber gemacht und das Ganze sauber. Natürlich habe ich jetzt den Kopf ein bisschen benutzt, deswegen auch der schwarze Rand. Ich bin jetzt auch nicht einer, der auf Köpfe Wert drauf legt, wie die aussehen. Hauptsache, und wenn wir schon von Performance sprechen, der Kopf kostet 24,90 Euro. Und ob es sich lohnt, einen Mono zu kaufen, werden wir jetzt herausfinden. In der Regel ist es so, wenn man einen von den zwei hat, reicht es schon, ja. Obwohl ich den sehr geil finde für Alufolie und den sehr geil finde für HMD. Und den kann man wahrscheinlich auch sehr gut mit Alufolie benutzen, auch schon allein wegen der Form. Also hier geht es so runter, dass man schön spannen kann. Hat man ja bei denen nicht gehabt, die waren ja schön abgerundet komplett. Und ja, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt das Köpfchen hier, bevor ich hier lang weiter quasi. Verarbeitung ist auf jeden Fall sehr nice. Also besser als bei den anderen zweien. Was ich noch erwähnen will, das Ganze wird sozusagen gegossen. Also das kann ich euch auch nochmal zeigen. Also hier sieht man dann sowas wie eine Naht, ja. Das Ganze wird in so eine Form gegossen wahrscheinlich. Bumm. Zusammengeklappt, eingebrannt, aufgemacht. Dann sehen sie so aus. Mono heißt ja auch eigentlich. Mono kommt ja vom Monoton und Monoton heißt ja gleich. Also das Vorteil ist an den Köpfen, die sind alle 1:1 gleich. Da wird es keine Abweichungen geben, wie zum Beispiel bei dem M oder bei dem S. Die sind alle gleich. Das ist wahrscheinlich auch die Besonderheit von Oblako, Mono, weshalb sie ihn auch Mono genannt haben. Also sind formgepresst, sage ich mal. Ja, werden dann Form gegossen, gepresst, fertig. Gebrannt, raus aus dem Ofen, lackiert, fertig. Die Glasur ist auch sehr geil. Also ist ähnlich wie so eine Glasur. Nur komplett am ganzen Kopf mit so Punkten. Das einzige, woran sich die Köpfe unterscheiden, sind natürlich die Glasuren. Manche haben mehr so Punkte, manche weniger. Da müsst ihr einfach schauen, was euch am besten gefällt. Das hat nichts zu sagen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Kopf. So Leute, jetzt kommen wir zum Kopfbau. Übrigens ein Kopfbaubrett vom Werkbund. Gekauft bei Elvano. Die Köpfe könnt ihr auch alle kaufen bei Elvano. Ist eigentlich der Hauptzulieferer, ja, sage ich jetzt mal. So. Kommen wir mal zum Tabak. Der Tabak kostet 16,90 €. Splash Tank soll sein Mandarine. Und das Ganze riecht echt geil.
Aber dazu mehr. Und wie ihr seht, das habe ich schon fast leer. So. Ich baue den Kopf jetzt so, dass ich ihn ungefähr bis zur Pfannenhöhe baue. Weil ich kriege immer wieder Anfragen, Digga, wie baust du deine Köpfe? Bei mir läuft es nicht, bei mir läuft es hin und her, dies, das, mies, mas. Deswegen will ich euch das heute einfach zeigen. Ich tue einfach den Tabak locker flockig rein. So. Einfach reinfallen lassen. Da noch ein bisschen fertig. Scheiße, ihr, das ist fast leer. So, die Reste nimmt hier auch. Putzt schön alles. Weil sauber sein sehr wichtig, wie ihr wisst, ja. So, und dann verteilt ihr einfach den Tabak schön im Kopf. Guckt, dass ihr keine Lufteinschlüsse habt. Also Lufteinschlüsse wäre sowas hier zum Beispiel. Wenn da einfach Luft ist zwischen dem Tabak, darf nicht sein. So, das soll schon eigentlich passen. Da braucht ihr ja auch nicht so wirklich brutale Mühe geben. Einfach nur gucken, dass keine Lufteinschlüsse sind, dass der Tabak ungefähr gleich hoch ist. Und fertig. So, nochmal schön verteilen. Digga, ich finde mein Lochstecher nicht, deswegen muss ich mit so einem Stab hier machen. Was schon geil ist, aber eher für Tonkopf gedacht ist. Einfach zu flockig reinfallen lassen. So, dann könnt ihr nochmal so eine Gabel nehmen. Einfach hier den Rand schön sauber machen. Den Tabak da ein bisschen runterdrücken. Und auch dort die Lufteinschlüsse schließen. Weil am Rand hat man meistens immer viele Lufteinschlüsse. Und dann könnt ihr natürlich nochmal den Tabak schön streicheln. So, dass er ein bisschen mehr Hitze ab kann. Weil der Kopf wird echt gut warm. Vor allem, wenn wir den mit Zitklotz rauchen und drei Kohlen. So. So sieht Kopfbau aus, meine Freunde. Ganz easy. Und ich würde mal sagen, ich habe jetzt die Kohlen schon draufgehauen. Wir warten auf die Kohlen, da rauchen wir. Aber davor erzähle ich noch was zum Somo, Splash Tank. Und so können wir das Ganze sauber abwickeln. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zum Tabak. Splash Tank. Splash Line ist eine Line, also die kühl ist. Die kühl gehalten ist. Und erfrischend. Meistens angelehnt an so getränkemäßig irgendwas, ja. Also das Splash Tank, so sehr Mandarine. Ich schätze mal, da geht man in so Richtung. Da gibt es so Mandarinen. Limonade. Gibt es auch im türkischen Land, ich weiß nicht, wie der heißt. So in die Richtung geht das Ganze. So riecht das Ganze auch. Aber kommen wir mal definiert zum Geschmack. Wenn man reibt, ist erstmal gut Menthol da. Dann riecht man echt was Zitrusmäßiges. Was Herbes, Saures und Spritziges. Also geruchlich erstmal sehr geil. Und so eine leichte Süße. Der Geruch erinnert mich eher an so Mandarinenschale. Deswegen brennen auch meine Augen gerade. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe davor nur einen Mandarinentabak gehabt damals. Und zwar den Mandarin Zest von Fumari. Der war brutal. Der geht so leicht in die Richtung, aber ist schon wieder eine ganz andere Mandarine. Sind wir mal gespannt. Ja, 200 Gramm, 16,90 €. Ihr wisst, 20. Mai, dann ist alles vorbei. Solange müsst ihr euch gönnen, was ihr gönnen könnt. Das war eine Sorte, was ich mir nicht ausgesucht habe, was mir Somo damals geschickt hatte. Eigentlich bin ich kein Fan von Mandarine, Orangentabak, ja. Bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen. Aber wir werden jetzt mal den ganzen rauchen und danach kommen wir halt nahe zum Fazit. Leute, manche Tabakische haben gute Sorten, manche haben schlechte Sorten. Geschmack ist immer Geschmackssache, ja. Also nicht drauf festnageln auf andere Reviews, die ist das. Mir kann es schmecken, dir kann es nicht schmecken oder dir kann es schmecken, mir kann es nicht schmecken. So, ich würde sagen, ich drehe die Kohlen,
Dann hauen wir das Ganze an. Rauchen tun wir auf jeden Fall heute mit meiner Kalebo. Komm her, Baby. Nicht so schüchtern. Setzen wir das Ganze schon mal hier drauf. So, Leute. Die Lunte ist an, meine Freunde. Boah, es raucht aller gut. Draufgesetzt habe ich den Z-Clouds. Zwei Utomoko 27er und eine so gekippt. Ja, nie wieder 27er Kohlen, Digga. Ist mir einfach zu groß, Mann. Egal. Kommen wir zum Tabak. Also die Performance vom Kopf ist sehr geil. Er wird sehr schnell schön warm. Er leitet auch gut die Hitze ab. Wir haben hier ein bisschen kleineres Depot als beim M. Bisschen größer als beim S. Trotzdem mit den Z-Clouds 3 Kohlen läuft das Ganze echt gut. Butterweich. So weich wie Butter. Also es funktioniert auf jeden Fall. Natürlich, wenn es zu viel Hitze ist oder zu viel Menthol ist, kann hier ein bisschen tricksen. Der Kopf an sich ist sehr gut, er hebt auch gut, auch mit den Riffeln innen drin hat man gut gemacht. Optisch sehr geiler Kopf, ja. Aber die Frage ist, lohnt es sich, wenn man schon Oblaku zu Hause hat? Leute, wie auch immer, wie ich es auch schon öfters gesagt habe, wenn ihr von einer Marke, sorry Leute, wenn ihr von einer Marke einen Kopf habt, dann lohnt es sich meistens nicht, ja, weil ich bin ehrlich, der performt genauso gut. Der auch, das einzige Vorteil an dem Kopf hier ist zum Beispiel die Glasur. Der Tabak haftet nicht, klebt nicht, bleibt euch nicht dreckig kleben, wie hier bei dem zum Beispiel, sondern ihr könnt den Kopf wieder ganz sauber machen, wie bei einer Mason eigentlich. Die Glasur ist sehr gut, aber ich persönlich bin ein Fan von unglasierten Köpfen. Deshalb habe ich auch nochmal ein Oblaku S in unglasiert, ja. Weil die Performance von unglasierten Köpfen ist einfach brutaler. Geil wäre, wenn der Kopf unglasiert wäre, dann wäre der mega. Natürlich finde ich hier gut, dass Oblak einen neuen Maßstab setzen will, ja, und alle gleich produzieren will, dass keine mehr Schwankungen hat, weil es ist ja so, dass viele russische Köpfe oder allgemein normale Köpfe immer viel, viel schwanken und das will Oblaku nicht mehr. Er will für alle die gleiche Performance bieten. Kaufempfehlung für den Oblaku, auf jeden Fall geht raus. Wer noch kein Oblaku hat, soll sich ihn Mono gönnen. Wer Oblaku hat, soll sich ihn nur gönnen, wenn er Oblaku-Köpfe mag, wenn er Köpfe sammelt und einfach der Oblaku Mono ihm in der Sammlung fehlt. Ihr macht auf jeden Fall nichts verkehrt mit dem Kopf. Hier vorne hat man nochmal schön Oblaku Schriftzug, also eingestanzt, sage ich mal, vom Brennen. Ist auf jeden Fall nice. Und ist auch viel sauberer als, und ist auch viel sauberer als jetzt bei den Modellen hier. Und tiefer auf jeden Fall. Geil. Gut gemacht, Oblaku. Und ja, kommen wir zum Somo. Somo slash Tang riecht nach Mandarine, habe ich hier schon gesagt. Schnitt ist ein feiner Schnitt. Der Tabak hat die Molasse brutal aufgenommen, also gar nicht so eine überschüssige Molasse. Wie ich ihn gebaut habe, habt ihr ja gesehen. Jetzt kommen wir mal zum Rauchen-Geschmackstest. Leute, ich muss Video jetzt ein bisschen kürzer halten, weil ich muss gleich zur Arbeit. So, meine Freunde, rauchen tut das Ganze sehr gut. Ich habe jetzt eine Kohle runtergenommen, weil es jetzt doch ein bisschen zu viel Hitze war mit dem, mit drei Kohlen. Und das Problem ist, wenn der Tabak zu viel Hitze abbekommt, wird er so leicht muffig. Also deswegen empfehle ich euch, den Tabak mit weniger Hitze zu rauchen. Lieber ein bisschen weniger Hitze, anstatt zu viel, so dass er einfach sein Aroma gut beibehält. Ich finde, bei so Orangentabak ist Hitzemanagement sehr wichtig, damit ihr genau das richtige, damit ihr genau die richtige Temperatur trifft für den Tabak, weil sonst kann sein, dass Orangentabak, Zitronentabak oder auch hier Mandarine sehr schnell überaromatisiert wird und sehr muffig schmeckt. Aber das Gute ist, bei Somo, ich habe jetzt eine Kohle weggemacht und das Ganze hat sich wieder reguliert. Das Muffige ist wieder weg. Raucht trotzdem wie Hulle. Wie ihr seht, bei Splashline hat man mehr Menthol, also die gehen schon bis zum Hals runter. Also wer auf Kühle steht, soll sich die Splashline auf jeden Fall gönnen. Die haben mehr Menthol als die normale Classic Line oder World Line.
Kommen wir mal zum Geschmack. Kühle. Da habt ihr was sehr Herbes im Mund. Und das Herbe bleibt auch im Rachen stehen. Und beim Ausatmen habt ihr so eine leichte Süße. Da kommt die Mandarinennote. Und das Ganze schmeckt so weich. Und beim Ausatmen habt ihr dann diese spritzige Note wirklich ganz am Ende an der Zungenspitze und auch im Mundraum. Fühlt sich diese spritzige, so als würde ich einfach in eine frische Mandarine reinbeißen, einfach in die Schale reinbeißen. So ist es auch im Mundraum. Das Ganze sehr, sehr spritzig. Also ist echt ein sehr spritziger Flavor und auch ideal für den Sommer wirklich. Natürlich vorausgesetzt, man muss auf sowas stehen, ja. Ich persönlich bin jetzt kein Mensch, der auf sowas steht, aber der Splash Tank zum Beispiel läuft echt gut. Kann man ab und zu mal echt rauchen. Gönne ich mir auch ab und zu mal sehr gerne. Die Dose ist schon fast leer, wie ihr seht. Und das Aroma bei Sumo ist sehr, sehr langlebig. Also es bleibt sehr lang im Mundraum. Sumo verträgt auch sehr gut Hitze. Jetzt nicht beirren lassen, dass ich eine Kohle runtergenommen habe. Die Kohlen sind echt groß. Deswegen mit zwei Kohlen erstmal rauchen. Besser gesagt, mit drei anrauchen, eine runter, mit zwei rauchen, wenn Hitze zu wenig wird, die dritte reinmachen. Dennoch geht eine Probierempfehlung raus für den Somo Splash Tang. Wer den noch nicht probiert hat, soll den gerne noch probieren, solange noch die Möglichkeit besteht, Leute. Probiert, was ihr in die Finger bekommt. Und hamstert, 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 hamstert. Zwar wird eine Alternative kommen, aber es wird lange dauern. In diesem Sinne, meine Freunde, so viel zu Rio. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich wie immer unten abonnieren. Oben kommt ihr zum letzten Review, was ich gedreht habe. Kaufempfehlung geht raus von Oblaco. Probierempfehlung geht raus für den Somo Splash Tank. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut's rein, euer Shishamü. Peace.